Es waren 1000 Momente, man musste auf ganz viel achten. Deshalb war das super praktisch, dass das alles für mich sozusagen organisiert wurde. Hi, ich bin die Letizia, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Göttingen. Ich bin hobbymäßig Leistungsschwimmerin und studiere jetzt gerade in West Palm Beach, habe jetzt meine ersten zwei Semester fertig und gehe an die Kaiser University und studiere dort Business. Vor zwei Jahren bin ich auf EPO 360 gekommen durchs Internet und ich war sofort direkt begeistert. Ich hatte mit Jonas so ein Anfangsgespräch, so ein kostenloses Beratungsgespräch und er war super nett, hatte total die Erfahrungen und alles war super organisiert und da habe ich mich entschieden, das Ganze mit EPO zu machen. Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Sorge, dass ich natürlich schade ist, weil meine ganze Familie in Deutschland natürlich geblieben ist, aber es hat sich total schnell gezeigt, dass man auch super Kontakt halten kann über FaceTime und über, generell über WhatsApp und da ist die Sorge ganz schnell wieder verflogen. Das Ganze hat damit begonnen, dass ich mir sozusagen einen Vertrag ausgesucht habe. Es gibt verschiedene Verträge mit unterschiedlichen Dienstleistungen sozusagen und ich habe dann einen ganz ausführlichen genommen, wo ich dann direkt angefangen habe im Sommer, ein Jahr bevor ich in die USA gegangen bin, Englischunterricht zu bekommen von einem Englischlehrer, der mir auch von EPO bereitgestellt wurde. Und dann wurde ich sozusagen auf die Sprachprüfung vorbereitet, die ich dann in Berlin absolviert habe, auch ungefähr 9 Monate, bevor ich in die USA gegangen bin. Und dann war das alles fertig und dann hatte ich gleichzeitig auch schon Kontakt mit meinem Advisor sozusagen. Und sie hat sozusagen alles für mich vorbereitet, alle Dokumente, die ich ausfüllen musste, alles Mögliche, es waren 1000 Momente, man musste auf ganz viel achten. Deshalb war das super praktisch, dass das alles für mich sozusagen organisiert wurde. Und dann ging es auch schon 4 Monate, bevor ich in die USA gegangen bin, los, dass alles für mein Visa organisiert wurde. Das war auch super praktisch, das alles mit EPO zu machen, weil mir da auch super viel geholfen wurde. Oder beziehungsweise eigentlich alles geholfen wurde, weil so viel musste ich eigentlich gar nicht selber machen. Und ja, da war dann natürlich super viel Hilfe, auch 1 Monat, bevor ich dann in die USA gegangen bin, hatte ich dann nochmal ein persönliches Gespräch mit Jonas und es war einfach super hilfreich und ich bin total vorbereitet in die USA gekommen und alles lief total super ab. Also ich würde euch auf jeden Fall raten, dass ihr ganz offen seid und dass ihr alles mitnehmt, was ihr mitnehmen könnt. Ich war jetzt schon seit einem Jahr dort und alles, was ich mitgenommen habe, habe ich auf jeden Fall im Nachhinein nicht bereut.